Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik 5 Minuten. Ja, 25.000 Abonnenten Spezial, Leute. Und da wir ja noch in der Weihnachtszeit sind, haben wir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar möchte ich euch jetzt mal hier auf eine Reise mitnehmen. Und zwar, ja, was heißt Reise? Reise ist ein bisschen groß. Und zwar mit so einem Arduino. Möchte ich Folgendes machen. Da möchte ich hier diesen kleinen Pieps anschließen. Piep, 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 piep. Brummt ein bisschen so rum. Und mit dem möchte ich Stille Nacht, Heilige Nacht spielen können. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie das geht. Aber da werden wir uns jetzt mal ein bisschen reinarbeiten und schauen mal, was da rauskommt. Bin gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß in dem Weiteren, was jetzt alles kommen wird. So, das erste an Thema muss ich jetzt hier mal ranarbeiten, das ist einfach der Notentext. Der Notentext findet man, also das Notentext, wie heißt es denn? Ja, die Tonleiter da, also das Notenblatt oder wie sagt man, Liedtext, Noten, wie auch immer. Da findet man recht schnell so die einzelnen, ja, Strophen oder wie man sagt, also die Noten. Ja, jetzt ist Notenlesen hier schon irgendwie seit der 8. Klasse Musikunterricht in der Realschule schon vorbei. Jetzt müssen wir uns in dieses Thema nochmal reinarbeiten, wie es da aussieht. So, jetzt habe ich ja schon eine Funktion gefunden, und zwar hier die Funktion Tone, die hier auf dem Kanal 8 sozusagen die Frequenz ausgibt von 173,6 und das Ganze 1,5 Sekunden lang macht. Und dann gibt es auf dem Port, also auf dem Ausgang 8, gibt es dann keinen Ton mehr, und zwar für 50 Millisekunden hat man so einen kleinen Piepser drin. So, aktuelle Erkenntnisse, dass damit da der Programmtext jetzt immer länger wird, verwende ich jetzt hier nicht mehr einzelne, also was weiß ich, D ist irgendwie 200 noch was, D ist 146, sondern ich verwende jetzt hier globale Variablen, weil sonst kenne ich mich hier gleich überhaupt nicht mehr aus. Also jetzt mit globalen Variablen. Ja, momentan haben wir jetzt Folgendes. Weil man könnte schon raushören, dass das Stille Nacht ist, also die ersten vier Textzeilen von Stille Nacht. Passt, dann würde ich sagen, marschieren wir gleich eins weiter zu dem zweiten, zu der Heiligen. So, aktuell schaut es so aus, jetzt brauchen wir wieder ein G. G, wo haben wir hier ein G stehen? G hier, G 391. So, also du wirst jetzt hier G 391. So, dann testen wir das jetzt hier gleich mal aus. G. So, und jetzt gucken wir mal, was hier rauskommt, wenn wir es jetzt hier wieder. Das hört nicht gar nichts, wenn hier ein Fehler kommt. Ich drehe. So, Versuch 2. Ja, okay. Leute, was heißt dieser scheiß Punkt hinter der Note? Was ist das für ein schöner Punkt? Hab's rausgefunden, der wird länger gespielt, und zwar um die Hälfte, also sprich mal Faktor 1,5. Ja gut, das kriegen wir hin. Oh Leute, hört euch mal das an. Passt, also bis zum Alles schläft haben wir schon mal. Jetzt kommt einsam wach, nur das traute, hochheilige Paar. Jetzt wird spannend. Oh Leute, was kommt nach dem scheiß H? Note. Skala, wie heißt denn das? Notenleiter. Meine Fresse. Notenleiter. Ach, da gibt's G, A. A. Warum A? G, F, A. B. Was denn für ein B? Seit wann gibt's da B? Scheiße, wann gibt's da B? Also A gibt's auch noch.
A, B, C. Aha. Ja, nicht einmal so schlecht, nicht einmal so schlecht. Ja Leute, jetzt gehen wir hier mal nochmal alles sauber durch. Also das Grundgerüst steht hier schon. Jetzt wird hier nochmal optimiert alle Noten nochmal durchgehen, ob die Frequenzen passen soweit, ob die Abstände mit den einzelnen Noten, ist eine Viertelnote wirklich diese 1000 Millisekunden oder können wir hier auch noch ein bisschen was verändern. Das versuche ich jetzt hier alles mal durchzuspielen nochmal. Und dann gibt es von mir hier die finale Version, die kann man natürlich auch auf Weihnachten verwenden. Also ich finde sie fast besser wie irgend so ein Original mit so einem ganzen Orchester, also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hört selbst, ich zeige euch jetzt dann mal, was dann rausgekommen ist nach meiner Optimierung. So, und jetzt testen wir hier mal meine finale Version, die ich mir hier zusammengebaut habe. Ich stecke jetzt hier mal ein. Das ist schon mal ganz gut. Also das ist hier meine finale Version. Also kann ich jetzt nur noch sagen, ja, Weihnachtsstimmungmäßig sind wir jetzt alle dabei. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, auf eine schöne Weihnachtszeit. In diesem Sinne, Dankeschön für die 25.000 Abonnenten. Und ja, dieses kleine Weihnachtsspezial Stille Nacht singen musste jetzt einfach mal sein. Ungefähr von der Zeit auf von, sagen wir so 2 bis 3 Stunden, dann ist ja alles sauber programmiert. Wie gesagt, vielleicht für den einen oder anderen Ton, ja, könnte man vielleicht noch ein bisschen Feintuning machen, aber das überlasse ich andere Leute. Das ist jetzt hier mal in dem Sinne, soll es so passen. Ja, bedanke mich fürs Zusehen, hoffe das Video hat euch gefallen, falls ja, ganz wichtig hier, Daumen hoch und 25.000 Abonnenten, wir haben ja ein Ziel. An meinem 30. Geburtstag möchte ich 30.000 Abonnenten haben. Da ist noch ein bisschen hin, ein Stück. Und deswegen hier oben, ganz wichtig, hier oben, ich sag's nur nochmal, hier oben drückt da drauf, dass wir hier diese 30.000 an meinem 30. Geburtstag sauber feiern können. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Also, weil ich habe Anfang Juli Geburtstag und
hier geht es weiter mit einem weiteren coolen Video und hier mit der Glocke natürlich draufdrücken. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander von Elektrotechnik in Wien.